Heute wollte ich mal ein kleines Video machen und einige Zuschauerfragen beantworten. Ich fange direkt auch mal an. Das Video soll nicht zu lang werden. Einer hat gefragt, verliert man dann nicht an der Geschwindigkeit? Das war das Video mit diesen kleinen Distanzscheiben, Ausgleichsscheiben nennt man die auch. Eigentlich nicht, weil der Keilriemen kann ja auch, wenn der Motor genug Drehzahl hat, bis nach oben wandern. Meistens verliert man vielleicht 1 bis 2 km/h, vielleicht maximal, weil der Motor vielleicht nicht genug Drehzahl entwickelt und der Keilriemen dann nicht nach oben wandern kann. Aber eigentlich verliert man im Grunde genommen nicht an Geschwindigkeit. Dann fragt noch einer. Hi, hat man eine Frage. Bei meinem Roller ist der Tacho defekt. Nimmt so ein Roller eigentlich Schaden, wenn man eine längere Zeit mit defektem Tacho fährt? Kurz und knapp, nein. Weil das hat ja überhaupt gar keinen Einfluss auf die Elektronik schon. Also dort kommt ja halt dann wahrscheinlich keine Spannung an. Aber auf die Mechanik hat das zum Beispiel überhaupt gar keinen Einfluss. Die Tachoschnecke ist wahrscheinlich angeschlossen und dreht nach wie vor weiter. Oder halt auch nicht, falls die halt kaputt ist. Und falls die Tacho-Einheit an sich kaputt ist, passiert auch nicht. Dann nächste Frage. Es fragt einer, Servus Busy, und zwar habe ich eine Speedway 2 und die fährt bis 10 km/h sehr langsam. Danach zieht die gut. Meinst du, das ist, weil der Keilriemen drüber schaut und braucht solche Distanzringe? Ja, diese Distanzringe oder Ausgleichsscheiben, die sind ja halt dafür da, dass man beim Anfahren, also gerade beim Anfahren, genug Anzug hat. Der Roller fährt ja bis 10 km/h ganz langsam und das heißt, dass er ja beim Anfahren bis 10 km/h quasi langsam anfährt, dann kann das natürlich ein Grund sein, dass das an diesen Ausgleichsscheiben liegt. Es kann aber auch andere Gründe haben, wie zum Beispiel Variomatikgewichte oder Kupplungsfedern. Das müsste man sich dann nochmal genau angucken. Das ist halt auch so ein bisschen nach Gefühl, ne? Wenn man merkt, ja okay, das ist schwierig zu beschreiben. Wenn man mehrere Roller gefahren ist, mehrere Setups bereits hatte, dann kann man den Unterschied merken beim Fahren. Aber ich würde trotzdem gucken, ob der Keilriemen drüber guckt. Wenn er drüber guckt, würde ich trotzdem diese Ausgleichsscheiben machen und er wird dann definitiv besser anfahren. Dann nächste Frage. Ist es eigentlich legal, die Kupplungsfedern oder Gegendruckfeder zu tauschen? Ich weiß, das ist so von außen hin sichtbar bei einer Kontrolle. Das ist richtig, bei einer Kontrolle ist es äußerlich nicht sichtbar und grundsätzlich darf man Kupplungsfedern und Gegendruckfedern und generell alles am Roller tauschen, solange es nicht leistungssteigernd ist und quasi dem Originalteil entspricht. Dann darf man natürlich komplett alles am Roller austauschen. Sobald es auch kein E-Zeichen oder leistungssteigernd ist oder nicht kein Originalersatzteil oder ein Ersatzteil, das dem Original entspricht, dann ist das wieder illegal. Nächste Frage. Ich habe den gleichen Roller. Meiner ist offen, dreht aber nicht aus. Ich würde es gerne mal mit anderen Gewichten probieren, aber welche? Wie viel Gramm hast du drin? Also ich habe erstmal die Originalgewichte drin, das sind 6 Gramm. Und wenn du mit Gewichten was hantieren willst, was ausprobieren willst, dann sollte man sich so ein Abstimmset holen. Das kostet 20 Euro circa. Und da sind verschiedene Gewichtsgrößen drin, die man dann einfach austesten muss. Man kann nicht sagen, ja okay, zum Beispiel 4,6 Gramm, das passt und dann läuft der Roller. Das ist halt eine Fummelarbeit und deswegen muss man das ausprobieren. Das ist einfach leider so. Die meiste Arbeit ist halt bei den Variomatikgewichten, weil es gibt eine so feine Abstufung. Bei den Kupplungsfedern zum Beispiel gibt es nicht so viele Abstufungen. Dort gibt es halt ein paar Farben, ein paar verschiedene Stärken und das war's. Also vom Aufwand her sind die Variomatikgewichte an Platz 1, danach kommen die Kupplungsfeder und danach kommt die Gegendruckfeder. Und mehr gibt es ja nicht. Dann nächste Frage. Hab eine Frage. Wie bekommt man eine abgebrochene Schraube aus dem Zylinder? Unten am Zylinder. Das ist halt doof. Das ist immer doof. Dort hat einer geschrieben als Antwort, wie tief ist die abgebrochen. Also wenn da noch ein Stück rausguckt, dann kann man entweder eine Zange nehmen und versuchen, die so rauszudrehen oder einen Schlitz reinbohren und die dann mit einem Schlitzschraubenzieher rausdrehen. Wenn die plan abgebrochen ist, das heißt auf selber Höhe, das heißt man kann nirgends mehr greifen, dann kann man eigentlich nur noch bohren. Bohren ist halt immer doof, weil man meistens dann das Gewinde zerstört und man muss dann halt dort ein größeres Loch bohren und ein neues Gewinde schneiden. Das ist oftmals so. Eine andere Möglichkeit wäre noch,
wenn dann noch ein Stück rausguckt, da dort irgendwas dran zu schweißen, so ein Hebel oder sowas, und dann kann man es ja dann so rausdrehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das waren so alle Fragen erstmal. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Vielleicht kann ja der eine oder andere auch noch einen Kommentar unten lassen oder Verbesserungsvorschläge oder einen Geheimtipp oder sowas in Anführungszeichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!